Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, wie versprochen bin ich zurück mit dem Staff und dem später präsentierten Ende von Let's Play Shadow Hearts. Ja. Dieses Abschiedslied ist einfach nur schön. Ich versuche ein bisschen leiser zu sprechen. Und ich möchte erstmal jetzt die Bewertung des Spiels abgeben. Also Story 10 von 10, ganz klare Geschichte. Also so eine Geschichte, wie dieses Spiel hat, einfach noch genial. Musik und Sound 9 von 10. Auch wenn da sehr viele geniale Stücke drin sind, kommt es nicht an ein anderes Spiel dran, was noch kommt. Grafik auch 9 von 10, weil es hätten einige Sachen etwas anders gemacht werden können. Übersetzung, naja, ein bisschen unglücklich gelaufen, werde ich nicht bewerten. Aber den Spielespaß werde ich bewerten, das ist eine 13 von 10. Ganz ehrlich, also man sollte dieses Spiel auf jeden Fall mal gespielt haben und auch Spaß daran entwickeln, denn wer Shadow Hearts nicht kennt, hat in der Welt verpennt. Es ist wirklich ein geniales Spiel. Wenn man den Vorkenner Kudelka nicht kennt, ich sag mal so, das ist halb so wild. Das ist eher so ein, so ein düster Zeit-RPG, was aber auch vollkommen okay ist und auch sehr gut ist. Wird auch noch geletzplayt, keine Sorge, nur dauert erstmal. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich Shadow Hearts hinter mich gebracht habe. Und irgendwie auch traurig. Denn dieses Spiel hat mir so viel aufgerufen wieder. So viel Spaß, so viel Freude, so viel Emotionen wieder. Und naja, egal. Gesamt kriegt das Spiel natürlich von mir eine 10 von 10 von der Bewertung her und ja, um jetzt gleich noch, bevor das Spiel dann gleich aufhört oder der Staff gleich aufhört, werde ich auch nochmal einige Leute begrüßen an dieser Stelle. Ja, Final Messenger 13, ich hoffe, dir hat das Spiel gefallen und du hast einiges von diesem Spiel mitgenommen. Natürlich grüße ich auch den Kommentator, weil er hat auch einiges über dieses Spiel anscheinend jetzt kennengelernt, genauso wie auch Couchihan. Und Lucifo grüße ich an dieser Stelle natürlich auch, aber ich werde da gleich noch eine kleine Referenz zu ihm einbauen in das Video. Denn es geht natürlich um das Ending. Und wir wissen ja, da ist schon einiges bei Covenant gesagt worden. Von ihm. Ja, Tamiko-chan grüße ich natürlich auch an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Na, du ja jetzt auch wieder sämtliche Videos hochgeladen hast, denke ich das. Und natürlich auch sämtliche andere Zuschauer von mir, die ich jetzt nicht namentlich erwähnt habe, weil ich weiß nicht, wer alles bei Shadow Hearts zugeschaut hat. Ich weiß, einige haben bewusst nicht zugeschaut, weil sie wissen, dass der zweite Teil auch kommt und auch der dritte Teil und einige erst den ersten Teil selber spielen wollen. Habe ich kein Problem mit, akzeptiere ich voll und ganz. Und deswegen, Leute, ich bin kein Böse, wenn er in die Projekte nicht komplett reingeschaut hat. Nur manchmal sollte man doch sich was in den Gedanken werfen, das hat er doch schon mal erklärt. Ja, wenn ich zum Beispiel mal gucke, ich habe vor kurzem bei einem anderen Projekt, kann ich ja jetzt auch einmal erwähnen, bei Phoenix Wright Ace Attorney, habe ich einen Kommentar gekriegt von einem Zuschauer, der mich fragt, ob ich alle Teile mache. Moment mal, habe ich das nicht im ersten Video gesagt? Naja, egal. Keine Abschweifer. Shadow Hearts, ein sehr geniales Spiel von der Geschichte her mit dem Urteilsring, was auf jeden Fall normalerweise einen vierten Teil wert wäre. Nur leider wird es wohl nie einen vierten Teil geben. Sehr traurig, wie ich finde. Also, ich finde, dieses Spiel ist eines der besten RPGs, was ich je gespielt habe. Und ja, ich finde, dieses Spiel ist es auf jeden Fall wert, mal gespielt zu haben oder zumindest davon gehört zu haben. Weil, ja, die Qualität des Spiels spricht Bände. Man hat es gesehen in den Videos. Man hat es gesehen, wie sehr man mitgegangen ist. Ja, und wie dem auch sei. Auch Voice Acting. Da müsste immer Raven Knight stehen. Ich habe doch alle Stimmen gemacht. Bis auf in den Filmsequenzen. Gut, dann dürft ihr auch angenommen werden. Ja, egal. Tja. Die beiden fahren da vergnügt im Zug, haben auch einiges erlebt, müssen erstmal einiges an Schlaf nachholen. Verstehe ich. Im Zelt schläft sie sich nicht gut. Ja, tja. Dieses Lied heißt Words, was wir gerade hier im Hintergrund hören. Nur das Problem ist, es ist ein sehr schönes Lied.
Und ich verstehe es nicht. Leider nicht. Oder heißt es Gishuoka, heißt der Theme. So war es. So. Ich glaube, gleich ist noch der Staff zu Ende. Obwohl, jetzt kommt erstmal der Producer noch. Ich scheine noch durch sämtliche Tunnel dadurch zu fahren. Jetzt, die Fahrt ist recht lang. Tja, der Executive Producer jetzt auch noch. Es ist ein JRPG, sehr selten. Und ja. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Spiel und auch an den ganzen Geschichten innerhalb dieses Spiels. Die Sidequests zum Beispiel. Wer hätte sich so lustige Sidequests ausdenken können? Also ich nicht. Jetzt sehen wir noch an die Hersteller Midway, Aruse Corporation und Sagnoth. Diese drei Firmen haben einen super Job gemacht, wie ich finde. Und jetzt kommt der endgültige Abspann. So. An dieser Stelle werde ich gleich noch was erwähnen, was das jetzt heißt hier, was wir hier sehen. As the warlock said in the end, even if an age of winter comes bringing the harshest hardships, I intend to live on with my new family. Tja Leute, an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, wie gerade gesagt, die Referenz zu Lucifo. Lucifo hat gesagt, dass Alice stirbt. Beim Bad End, okay, der Prinz der österreich-ungarischen Monarchie wird ermordet. Sommer des gleichen Jahres, der Erste Weltkrieg beginnt. Da geht's nämlich los. Aber wie dem auch sei, das ist das Ende des Spiels. Wenn jetzt einige denken, Lucifo hat gelogen, hat er nicht, hat er nicht. Das Bad End, wenn man zum Beispiel an dieser Stelle, wo man gegen das neunäugige, gegen die neunäugige Maske kämpft, nicht alle Masken besiegt hat, würde Alice alleine kämpfen. Man kann sich das Ende ausmalen, wie das ausgehen würde. Alice würde verlieren und ihre Seele verkaufen und verlieren. Sie würde normalerweise jetzt im Zug nicht aufwachen. In diesem Falle. Das wäre das Bad End des Spiels. Jetzt könnte ich meinen bisherigen Verlauf speichern. Ja, da ich das Good Ending habe, hat Alice überlebt. Das passiert beim Vorgänger oder beim Nachfolger wahrscheinlich nicht. Das haben wir ja schon gesehen. Ich möchte den Fortschritt nicht speichern. Ich habe so einen Speicher schon angesetzt. Denn, ich könnte jetzt rein theoretisch das Spiel starten. Ja. Ich habe ja schon so einen Spielstand. Hier, Daten löschen heißt der. Wenn man dann in das Spiel geht, ja, und den Kampf macht gegen genau diese Gegner alle und das Spiel beendet hat, geht man wieder in ein ganz normales Spiel rein und kann, nachdem man am Zug oder vom Zug geflogen ist, und das erste Mal auf den Friedhof geht, sämtliche Seelen freischalten, nämlich alle Seelen, die man hatte. Auch den seraphischen Glanz rein, theoretisch. Nur man hat nicht die ZP dafür. Nun ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, an dieser Stelle beende ich das Ganze. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und man sieht sich bei einem nächsten Projekt wieder. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr.